Ja, komm, ich habe keine Zeit, Digga. Hör auf mit deinen Spielchen jetzt hier. So. Ach, da unten. Komm mal her. Die halten halt auch so mega viel aus, ne? Gibt's überhaupt nicht. Hör auf. Oh. Bringt überhaupt nichts, aber hey, geil. Ah, doch, doch, das war. Ah, das war Energy, nice. Coole Sache. Hallo. Ne, keine Waffen. Scheiße. Okay. Na, komm ran. Ich meine, das mit dem Verfolgen geht ja noch einigermaßen. Das kriegt man hin. Schade, man hätte einen Sniper, könnte man von oben hier runterschießen einfach, weißt du? Das wäre echt doof. Aber dass man doch keine Möglichkeit hat, seine Waffe wiederzukommen, das nervt. Oh, er geht aber auf dem Ding hier spazieren, alles klar. Oh, das interessiert ihn überhaupt nicht. Sauber. So. Nee, da kommst du auch anders da nicht hin. Wir müssen da hin. So, hier über den Weg, das bringt gar nichts. Oh Gott. Das Ding ist halt auch, wir haben hier überhaupt keinen Schutz, überhaupt keine Deckung, in die wir gehen können. Wie kann ich mich da nochmal ducken, sag mal? Ging das nicht? Konnte man sich nicht irgendwie ducken? Guck mal, das ist doch bescheuert. Guck mal, ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Es ist immer die gleiche Scheiße. Die treffen mich aus übelster Position. Wir stehen gleich. Es ist einfach so bescheuert. Wir stehen auf die gleiche Position, haben die gleiche Waffe und er trifft mich, ich treffe ihn nicht, ich bin tot. Es ist so einfach so lächerlich. So. Kleine Pause. Bisschen irgendwo gegen geprügelt und schon läuft das wieder. Oh, Junge, 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 Junge. Okay. Wir probieren es nochmal. Halt, ich hätte hier abbiegen müssen. Wir probieren es nochmal. Boah, das Spiel ist echt hart, ey. Das ist echt. Das raubt mir den letzten Nerv, ey. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Macht mich echt fertig. Naja, hör auf. Mach mich nicht so doof an, ey. Jo. Moin. Ich weiß nicht, ob wir das jemals schaffen werden. Das ist halt echt schwer. Das ist echt schwer. Aber ja, irgendwie muss man es ja schaffen. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwas übersehen habe. Ob man irgendwie... Hör doch mal auf. Ob man irgendwo seine Waffen wieder bekommt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich flüchte mal hier hinten hin. Weil hier hinten ist nämlich die Dings auch, ne? Die Rüstung. Vielleicht ist das ganz nice. Ich will die nur nicht aufnehmen. Ja, und du? Ah ja. Weißt du, wo du mal rankommst, Digga?
Treffe ich den? Man trifft die halt auch nicht, ne? Lass mich mal kurz was ausprobieren. Man konnte doch irgendwas umstellen hier. Warte mal, Anzeige. Ich mach mal den Frame Limiter aus. Das treffe ich dann aber gar nicht mehr, ne? Nee. Nee, ich glaube, man musste den auch anlassen. Ich meine, das sieht zwar smoother aus und geiler. Ich glaube, das hat nichts gebracht. Das Ding ist, ich krieg den jetzt halt nicht, wenn er da draußen steht. Jo, er trifft halt immer. Er trifft immer. Okay. So, warte. Er trifft auch immer. Ist auch so ein Johnny, weißt du, der immer hittet. So. Jo. Okay, warte, die Muni müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Digga. Oh. Cool. Okay, er ist tot. Sehr gut. Oh, Tor geht auf. Nice. Warte. Okay, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Muni gesammelt. Oder dass wir uns so groß die Hände dreckig gemacht haben. Immerhin ein bisschen was. Guck mal, er schießt halt immer noch. Der stinkt doch richtig nach Fisch, der Junge. Aber so ein ekliger Fisch, weißt du, so... Ah, so ein Fisch, den du halt überhaupt nicht brauchst. So ein richtig gammeliger, alter Lachs. So, so riecht der. So sieht auch aus. Er sieht aus, wie er riecht. Jetzt haben wir schon gut Zeit verloren, aber mal gucken. Marco. Jo, moin. Moin. Okay, einmal hier rum. Ups. Ah, mein Fuß juckt. Das ist Nervosität. Wow. Ich bleib mal hier stehen. Gucken, ob wir die irgendwie wuppen können, die Boys. Oh, nice. Das hat geklappt. Cool. Du Arschloch. Dumme Sau. Okay, ich steig mal in das Auto. Oh, was sehen meine Augen denn da? Aha. Alles klar. Das ist ja nice. Okay, warte. Damit lässt sich's arbeiten. Okay, den können wir. Den da oben vielleicht noch. Ja. Den da vielleicht noch. Zwei Schuss haben wir noch. Boah. Ja, Mann. Geil. Boah, mega. Scheiße, da oben ist noch einer. Nein, die Waffen, die spawnen. Fuck, der da oben. Ich hätte den da oben noch killen sollen. Schrägstrich müssen. Okay. Stand der nicht da? Fuck you. Ja, der stand da. Sehr geil. Oh, ich hätte gern die Muni. Jo. Guck mal, ob ich den mit der Knarre vielleicht krieg. Hahaha. Dein Face, Brudi. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Herzen. Oh, geil. Okay. Sehr gut. Get this thing airborne. Oh, wir haben's. Wir sind ein bisschen. Oh, das Scharfschützengewehr. War die Rettung. Was macht denn er jetzt?
Boah, Arschloch. Fuck. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Up and running. Nein, da ist noch einer. Auch down. Sehr gut. Nein! Oh nein! Das gibt es doch nicht. Oh Mann, das gibt's nicht. Scheiße, wir hatten's fast. Ich hasse dieses Spiel. Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich dieses Spiel hasse? Oh Mann, ey. Oh, das ist doch nicht mehr normal, Alter. Was ist das denn dauernd? Was? Oh. Moin. Meine Fresse, ey. Ich bin... Ich kann das nicht immer sagen, das zieht ja auch den Zuschauer unter. Aber trotzdem bin ich dezent froh, wenn dieses Spiel fertig ist. Wie gesagt, ich weiß, das zieht euch vielleicht jetzt auch runter, aber ganz ehrlich, es ist echt irgendwie, es ist einfach nur wahr. Das ist echt einfach nur frustrierend, das ist so frustrierend. Ich meine, das ist halt Learning by Doing, ja, du musst es ausprobieren, du musst das spielen, du musst versuchen, dir die Taktiken irgendwie anzueignen und dann halt eben was dagegen tun, aber es ist halt echt einfach nur... Nein, hör doch mal auf! Nein, 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 lass mich. Boah, es ist echt... Muni! Jo! Okay, gleiche Taktik, wir setzen uns ins Auto. Ich warte jetzt diesmal nicht so lange. Sondern wir ziehen direkt durch. Scheiß mal auf die Muni. Wir kriegen ja gleich noch genug. Das passt schon. Wir kriegen ja gleich noch genug Muni. Aber das ist ein ziemlich krasser Helikopter. Ich will auch so einen. Der ist ja ausgestattet mit irgendeinem... Ich glaube, das sind das Raketen oder was? Und die Möhre geht schon gut steil. Und die macht auch ordentlich Damage. Ich hätte auch gerne so einen. Boah, das... Ey, wenn du aber nicht weißt, dass da ein Scharfschützengewehr liegt, ne? Junge, 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 Junge. Dann bist du echt am Arsch. Wenn du das nicht weißt, und das weißt du halt wahrscheinlich auch nur, wenn du das mehrmals machst. Wenn du die Mission vorher noch nie gespielt hast. Ich habe GTA 3 ja noch nie durchgespielt, tatsächlich. Dann weißt du das nicht, dass da so ein Ding liegt. Fuck. Guck mal, jetzt kann ich wieder nicht hitten. Siehst du das? Guck mal jetzt, warum? Warum geht das jetzt wieder nicht? Da habe ich halt schon wieder keinen Bock jetzt mehr, weißt du? Oh Scheiß. Da habe ich halt jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Guck mal, wie viel die Arschgeigen uns abgezogen haben. Einfach nur, weil ich ihn jetzt wieder nicht töten konnte. Weißt du, vorhin ging das ohne Probleme, dass ich ihn da irgendwie an der Mauer töten konnte. Und jetzt plötzlich ging es halt nicht mehr. Und das nervt halt einfach nur. Das nervt so dermaßen. Okay. Erst den. Ihn ging nicht. Den. 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 Dann rennen wir mal schnell hin, dass wir uns die Muni holen können. Das ist nämlich die gute M16. Die wäre schon nice, wenn wir die hätten. Die. So, immerhin mal ein bisschen Muni. So, dann war da oben noch einer auf der Kiste. Und da oben den. Den holen wir uns jetzt zuerst. Bevor ich den vergesse. Zack.
So, dann können wir mich hier hinten wieder rummarschieren. Ja, hallo. Können wir auf diese Kiste schießen? Und selbst ein bisschen Schaden machen? Gut, ich stehe da halt drauf. Tut mir leid. So. Können wir mich hier lang marschieren? Ganz easy. So, pass auf. Jetzt können wir mich ihn da hinten holen. Zack. Oh. Dann einmal Zunder geben hier drüben hin. Oh, da liegt noch mehr Muni. Scheiße, ich will die Muni. Ja, ja. Geil. Okay. Boah, der wieder. Okay, ihn haben wir. Moin. Okay, wir haben keinen zeitlichen Stress. Alles gut. Wir haben genug Zeit. Das passt schon. So. Okay, warte mal, der Spacken kommt mit seiner Scheiß. Okay. Schnell, schnell, schnell. Oh. Moin. Fuck, der will hier lang, oder? Nee. Sehr gut. Hallo! Moin! Okay, was jetzt? Was jetzt? Ich nehme erstmal die Muni. Wohin? Hier mit dem RPG? RPG-Helikopter kaputt machen? Oder was? RPG-Helikopter? Ja? Toll. Treffer, komm. Toll. Ja, Mann! In dein Gesicht! Wir haben es geschafft, oder? Ja! Ja! Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. We're gonna have such fun, cause you know, I love you. I really do, cause you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? You know, I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. Oh Gott, wir haben es geschafft, Freunde. Also ist das Spiel schon vorbei? Ist das die letzte Mission? And my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Ja, Credit! Oh Gott, das ist so schön! Das ist so wunderschön! Oh. Oh mein Gott. Ja, Freunde, das sind die Credits. Das war GTA 3. Also, jetzt nichts gegen das Spiel. Ja, also, es ist ja, es ist nostalgisch, es ist retro. Spiele waren früher schwer, aber das Spiel war gegen Ende einfach nicht nur schwer, es war einfach super unfair. Also es war wirklich... Ich bin normalerweise niemand, der da sofort vielleicht gleich losheult. Ich rage zwar viel, aber ich heul da nicht rum. Aber das Spiel war wirklich einfach nur am Ende unfair. Unfair schwer. Wenn was schwer ist, okay. Aber unfair schwer ist halt richtig kacke. Und ihr habt ja gesehen, wir haben öfters mal auf welche geschossen, die sind überhaupt nicht gestorben. Die haben gar keinen Schaden gekriegt. So, und ich weiß es nicht, liegt das daran, dass das Game halt alt ist und hier auf einem neuen PC läuft oder... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ich bin gerade dezent glücklich, dass die Credits jetzt hier gerade auf dem Bildschirm flattern. Merkt man vielleicht. Ein bisschen.
Ja, es war mir auf jeden Fall eine große Freude. Es war ein schönes Abenteuer, aber es war halt auch wirklich, es war sehr nervenaufreibend. Und ich bedanke mich natürlich bei jedem Einzelnen von euch, der hier doch mit am Start geblieben ist, der sich das mit angeguckt hat. Mehr oder weniger oft ragend, leider viel zu oft ausgefallen und viel zu oft nicht gekommen, die Folgen. Ich bin da jetzt echt, ich habe mir geschworen, jetzt nach GTA 3 da wieder ein bisschen, ne, ihr wisst ja, das ist immer sehr, sehr nervig. Das tut mir auch sehr, sehr leid, weil klar, zum einen verliert man natürlich Zuschauer, weil die Leute sich halt irgendwo auch verarscht vorkommen und so. Und ja, ich möchte jetzt für mich persönlich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr reinhauen und auch auf jeden Fall die Folgen, wenn denn Let's Plays laufen, auf jeden Fall auch regelmäßig bringen. Ja. Das nächste Projekt auf diesem 14-Uhr-Slot, muss man mal gucken. Also ich hätte Bock auf Bully, ich hätte Bock auf L.A. Noire oder ich hätte Bock auf Sleeping Dogs. So, eins von diesen drei Games wird es werden. Welches, also die werden wir auf jeden Fall alle drei noch spielen, aber welches jetzt als nächstes kommt, lasst euch einfach mal überraschen. Ja. Ich weiß es selber noch nicht genau. Ich bin auch noch so ein bisschen am Überlegen. Ich würde auch gerne, wie gesagt, Jurassic World wieder bringen. Das kommt dann um 13 Uhr immer im Wechsel mit Anno. Und ja, ansonsten einfach mal schauen, Freunde. Wie gesagt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke für den Support. Seit mittlerweile über 9 Jahre supportet ihr mich schon. Nee, Quatsch, warte mal. 8 Jahre. Fast 9 Jahre. Ja, dafür auf jeden Fall ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Und auch wenn GTA gegen Ende so ein bisschen Rage-Quit-mäßig war, aber ich bin doch froh, dass wir es doch durchgezogen haben. Es war am Ende dann ein sehr cooles Abenteuer. Ja. Und ob wir nochmal GTA 1 und 2 irgendwann machen werden, muss ich mal gucken, ob ich laufende Versionen dafür finde. Vielleicht einen Emulator oder sowas. Mal schauen, dann werden wir da bestimmt mal reingucken, ob wir das als Let's Play machen, das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Liebe Freunde, ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke für alles und macht's gut. Bis dahin. Achso, und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wo ihr sagt, hey Tobi, Let's Play das doch mal unbedingt, dann gerne in die Kommentare damit. Ne? So, jetzt bin ich aber raus. Macht's gut, bis dahin und tschüss.